Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Himmels 19 Challenge Pack mit dem Chrissy Gaming und mit Melu. Moin, moin. Moin. Servus. Moin. Und ja, der Herr Kollege hat ein Gesprächsthema noch oder gibt's keins? Oder gibt's Fragen zum LS22? Hä? Gibt's Fragen zum LS22? Warte, ich hab zu viele Fragen gehabt. Wie sieht's mit dem Helfer aus? Da haben sie noch nichts verraten, aber oben im F1-Menü ist AI-Helfer gestanden. Okay. Das heißt, ihr also, könnt eventuell dann auch Abfahrten machen. Ja, aber davor, das haben sie schnell weiter getan, damit das keiner fragt. Und oh, da haben sie, da sind sie ja nicht ausgerucht mit der Frage. Ah ja, und warte so. Guten Tag. Grüezi. Schönen guten. Könnte man eventuell schnellstmöglich, also ich bin jetzt gerade bei der 62 sogar nicht beim Anzahl mit Raps, die 43 mit beiden. Oh scheiße, stimmt. Ja, mach ich grad. Danke. Das mache ich sofort. Ach du, ich habe die Ballen vergessen. Ah ja. Der lange noch Ballen. Ey, seid ihr irgendwie Erdmännchen oder so? Jede Sekunde kommt irgendein anderer von euch an. Ja, ich hab dich ja dreimal gesehen. Ich hab's ja gehört und auch, ich hab's ja gesehen. Ja. 3.400 Euro. Für was? Was, ja, rechnen das doch zusammen mit dem Sehen. Ah, ja, gut, genau. Ja, das ist besser. Ansonsten du ja wieder zweimal zahlen. Ja. Jo. Kostet ja nix, wir sind ja nicht bei PayPal. Kostet ja nix. Ist auch kostet mal nix. Hättest du mir mal einen Döner ausgeben können für den ja, Preis. Ja, bei PayPal kostet ja glaube ich auch Preis, ne? PayPal kostet oder so. Ja, ja. Aber das läuft ja nicht. Natürlich. Ja. Ach du. Gut. Oh, warte mal, hier sind zwei kleine Kinder, aber das machen wir mal schnell die Tür zu. So. Haben Sie noch ein Gesprächsthema, Herr Kollege? Da sehe ich noch ein paar Fragen. Ja, dann ja, hau sie. Hä, hey, hast du das letzte Mal auf den Hof gehabt? Vor allem muss mein Holland. Ach, da ist der da oben. Wow. Wo ist mein LKW? Keine Ahnung. Jedes Mal ist der weg, Alter. Du kleiner Pisser. Was hab ich jetzt schon wieder gemacht? Kleiner Vogelschneider. Das war ich nicht, was denn? Ja, wie er schon sagt, das war ich nicht. Ja, ich weiß ja nicht, was ich gemacht haben soll. Ja, ja. Alter, du bist so ein. Nee. Pass schon. Das merke ich mir. Ich hab zwar nicht einmal was getan. Deine von dir steckt das nächste Mal im See. Dann steck ich bei dir auch was im See. Dann zeig ich von ihnen gleich mal 6. Du hast schon mal mir Sachen gemacht. Dann zeig ich von ihnen 6 Millionen von ihrem Konto ab. Arbeitsamt sagt nee. Was denn? Nix. Ja, ja. Scheiße, das passt nicht ein. Was passt nicht? Nix.
Denn nichts kann jetzt sein. Was ist denn das für ein Dreck? Das, was sie da machen, ist Dreck. Warum passt mein Schneidwerk nicht in die Garage, wie sie mir rollen? Nee, rollen schon mal gar nicht. Weil da kannst du jetzt einmal leise sein. Nee. Wo stelle ich denn jetzt mein Schneidwerk hin? Was tun Sie schon? Am besten. Geh hinten. Digga, der Schwader ist noch nicht höher als dein Schneidwerk. Passen Sie auf, passen Sie auf. Ja, wenn Sie rückwärts fahren, so wie... Ja, was willst du jetzt von mir? Hä? Das hat doch gerade nicht einer... Ja, du bist echt ein Vogel, Alter. Jetzt mal ganz ehrlich, Junge. Oh, Mann. Du bist ein Vogel, Alter. Wer ist mehr Elf? Was denn? Ich hab doch gesehen, dass das passt. Oh, Mann, ey. Jo, hau uns ein paar Fragen aus, ey. Nö. Erstens mal, warum sind sie so inkompetent, auf den Schneidweg da einzupacken? Nee, du bist inkompetent. Oha. Wenn sie könnten, würden sie YouTube hauptberuflich machen. Also meinen sie jetzt dann als selbstständiger Online-Content-Video-Creator machen? Selbstständiger Online-Scheiß, weiß was ich, ja. Ja, das wird ihr auf jeden Fall machen, bei mir macht das extrem viel Spaß. Das freut mich. Ah, das ist halt immer so eine Sache, das ist halt immer... Ich konnte es jetzt nicht sofort sagen, weil ich halt nie wüsste, dann müsste ich erst wissen, was die aktuelle Situation halt wäre. Aber vom Grundgeschehen her, warum nicht? Also mir macht es extrem viel Spaß, also ich würde das schon gern machen. Ja. Weil ich tue gern auf jeden Fall einmal die Leute unterhalten, jetzt an Real Talk, und ich tue gern Videos schneiden und so, und ja. Und auf da könnt ihr jetzt einmal gespannt sein, weil ich habe mal wieder neue Technik gegönnt für YouTube. Oha, warum könntest du mir eigentlich nie was? Kaufen ich brauche in einem Jahr, gefühlt brauche ich ein neues Mikro. Kaufen sie sich selber. Oha. Und ja, da habe ich mir ein neues Schnittprogramm gegönnt. Auf jeden Fall wird da jetzt ein... Ey, nee Leute, das akzeptiere ich nicht mehr. Auf jeden Fall könnt ihr da mal gespannt sein, was ich da aus den nächsten Videos saubere. Vielleicht Scheiße. Nicht die nächsten 5, 6 Videos, vielleicht noch die 10, 12 Videos, weil da dann schon einmal eine Verbesserung kommen, weil ich muss mir erst in das Schnittprogramm einarbeiten. Und jo, das wird auf jeden Fall heftig. Ich könnte mir einfach gar nichts, Digga. Was haben Sie eigentlich für ein Schnittprogramm? Filmora. Was sind's? Kostenlos oder gekauft? Kostenlos natürlich, Digga, sehe ich aus wie Rich Boy oder was? Ich hab mal Filmora Pro X gekauft. Oha, du abgehobener, warum kannst du mich nicht? Ich bin doch nicht abgehoben. Nee, nur nicht. Ich hab mir wahrscheinlich ein neues Schnittprogramm geholt und das kostet 300 Euro. Na, 140 oder so. Noch besser. Ja, auf jeden Fall habe ich mir das gegönnt, damit ich wieder einen geilen Videoschnitt betreiben kann. Und ja, auf das freue ich mich auf jeden Fall. So, Herr Kollege, erzählen Sie mal, was Sie so für Equipment für YouTube haben. Genug. Was Sie für eins haben und nicht wie. Sieht man doch. Ich habe einen PC, ich habe 2 Bildschirme, ich habe ein Mikro, was seit einem Jahr nicht mehr richtig läuft. Und hab eine Facecam. Facecam, das wird ab August so Mitte, Ende August anfangen. Das wird dann sein, wenn Sie die Challenge verlieren. Dann können Sie sich mir eins kaufen und auf Ome gehen. Guten Tag. Grüß Gott. Guten. Wir hatten vorhin ein paar Preismissverstände. Das waren nicht 5400, sondern wären eigentlich nur 1000 gewesen. Sie bekommen nicht die Rechnung wieder zurückerstattet. Ah, okay. Ach, dann ist bei mir wahrscheinlich auch ein kleiner Druckfehler unterlaufen beim Spritzen. Ja. Wir hatten gerade ein paar Missverständnisse. Kein Problem. Na gut, ich habe nur gezahlt, aber wie viel würde ich denn dann zahlen für Spritzen? Wie viel haben Sie gehabt?
3400 haben die gesagt bei mir. Das waren nur die 42 Spritzen. 41, oder? Da muss ich noch kurz nachfragen, aber ich gebe ihm gleich. Falsch. Danke. Bitte. So, dann schauen wir gleich mal weiter. Nee, so sagt er Feierabend. Hey, mach du gar nicht Feierabend, Alter. Feierabend, ja, kann ich machen. So Feierabend kann ich machen, wenn ich mit 30 in Pension gehe und mein Leben nach meinen Vorstellungen leben kann. Wow. Und wenn ich so wie ein bekannter MMA-Fighter, den Namen ich jetzt auch nicht erwähnen will, sich eine Yacht gegönnt hat. Wer? Kennen Sie Conor McGregor? Schon gehört. Der hat sich jetzt eine schöne Yacht gekauft für ein paar Millionen. Habe ich mir auch gekauft. Das kannst du nicht aber leisten. Ich habe mir eine Yacht in einem Spiel gekauft. Wow. Was sind für 10 Dollar? Glaubst du, Alter? Für 10 Millionen im Spiel gekauft. Habe ich 11 Euro in echt gezahlt, Junge. Spaß. Spiele aktuell nur LS. Was würden Sie gern für Spiel kaufen oder was würden Sie gern noch so auf YouTube für ein Content bringen, außer Farming Simulator? Ich würde gern so viel spielen. Das Ding ist, aktuell tut es einfach das V-Life nicht unterstützen, dass ich mehr wahren kann. Weil aber halt aktuell viel nicht, wenn Sie jetzt nicht auf die Zeit achten würden, was würden Sie für Game empfehlen oder was würden Sie für ein Content gern zuschauen bringen? Da würde ich wahrscheinlich alles spielen, was ich auf Steam habe. Von ETS, ja, ETS, von ETS Bus-Simulator und so weiter und so fort, von den ganzen anderen Simulatoren, ich weiß gar nicht, was ich alles hab, ey. Allmögliches. Wie viele Bus-Simulator haben Sie eigentlich? Sie sind ja Busfahrer. Ich hab gar keinen Bus-Simulator, weil ich keinen Bus-Simulator spiele. Sie sind ja mal Busfahrer. Ich hab noch Forza Horizon 4, ETS 2 und noch ein paar Shooter-Spiele. Und wow. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr mir für ein Spiel empfehlen könnt. Und was ihr. Was ihr. CS2 würde ich gerne aufnehmen. Das Ding ist, wenn ich das aufnehme, dann lebt man. Oder wenn ich das wieder spiele, lebt man eine halbe Tastatur nicht mehr. Weil ich dann leicht mal ab und zu bei ein paar Gegner eskaliere. Aber nur leicht. Deswegen spiele ich das Spiel auch seit einem Monat nicht mehr. Was haben Sie jetzt für Equipment noch außer Ihrem PC und Ihre zwei Monitore? Eine Facecam, habe ich schon gesagt. Ah ja, und haben Sie. Mikro war seit einem halben Jahr nicht funktioniert. Ja, Lenkrad. Das haben Sie schon gesagt. Was für ein Lenkrad? G29? Ja. Das habe ich ja. Wow. Spaß. Aber das mit dem spiele ich gerade nicht, weil irgendwie. Ah, das passt bei mir. Ich spiele gerade auch nicht mit dem. Aber das nervt mich gerade intensiv. Nein, mir. Ich spiele gerade schon seit ein paar Monaten nicht mehr mit dem Lenkrad. Ah doch, vor ein paar Wochen habe ich Forza Horizon 4 gespielt. Ja. Das kannst du eigentlich nur mit Lenkrad richtig spielen. Ja, aber ich muss mir erst einmal richtigen geilen Mikrofonarm kaufen, damit ich endlich mit Lenkrad spielen kann. So ist der Herr also. Und dann neue Grafikkarten habe ich mir auch schon bestellt. So ist das also. Mir nichts gönnen. Tut mir leid. Oha. Wie entschuldigst du dich mal? Hey. Alle. Wahrscheinlich. Scheiß, bin ich hohl. Ich wollte doch was kaufen. Nein! Das war's dann wieder komplett. Ich habe mir Kühe gekauft und wollte mir eigentlich was anderes kaufen. Jetzt mich doch mal erinnern können, Junge. Sie haben mir gar nichts gesagt. So, ich habe hier aber noch Zeug. So, Herr Kollege, aber moderieren Sie doch einmal die Folge ab. Ich habe noch. Was haben Sie? 1000 Liter Sojabohnen noch drin. Ich habe die letzte Folge abmoderiert. Jo, dann moderieren Sie ab. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut gerne zum nächsten Mal wieder vorbei. Schaut gerne beim Herrn LS-Profi vorbei. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.